Was? Du hast noch eine Quest? Erzähl. What have we got today? Which job should I give you first? Maske des Königslebens im Sand. Also es ist beides Fassade, ne? Denke ich. Die Maske des Königs. Fassade's looking for help again. The king needs materials for something. And he's a king, so you better hop to it. Okay. Nehmen wir mit. Ich weiß doch, wo er wohnt. Alles gut. Oh Mann. Timeskips sind so gut in Videospielen. Du hast eine ganze Welt, die du quasi doppelt erkunden kannst. Ich wächst einem sowas auch richtig ans Herz erst. Ich mit euch beiden da hinten schon mal geredet. Erzählt mal, was ist in der Richtung Fassade los? More and more shades are resistant to sunlight these days. It won't be a safe place left anywhere soon. We'll keep the village safe. You just concentrate on getting Yona back. Ja. Ich glaube nicht, dass ihr was ausrichten könnt, wenn so ein großer Schatten kommt. Ich glaube, dann seid ihr alle tot. Nicht vergessen. Alles wird mitgenommen. Da sind normale Tiere. Keine Schatten. Oh. Den muss ich alleine kämpfen, hä? Okay. Okay. Das heißt, im nördlichen Feld ist er wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wildschweinfell. Ja, also das, was Wildschweine in Haut haben, nenne ich auch immer Fell. Nicht Pelz oder sowas, oder? Oder Haut, keine Ahnung. Schön, dass wir jetzt schon wieder alle Waffen aufgekauft haben aus den Shops. Na, außer Fassade, ne? Und gibt es noch einen Waffenshop in den anderen Orten? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt könnt ihr mir mal erzählen, was hier los ist, warum die Brücke soll kaputt sein? Im Ernst? Was ist hier los? Die Brücke ist doch noch heil. Und irgendwie soll ich mit der Fähre darüber kommen? An dem verschütteten Eingang vorbei? Das verstehe ich nicht. Ist das ein Übersetzungsfehler oder so? Kaputte Brücke. Die Fähre bringt mich an diesem Höhlen, an dem Einsturz da vorbei. Naja. Wie auch immer. Ja, wieder zurück. Liegt hier noch ein Item rum, das man nur kriegen kann, wenn man von hier kommt? Nee, ne? Vielleicht gibt es ja noch so ein... Also eine Seite, die wir nicht sehen können. Vielleicht gibt es da noch so ein Steg, wo dann mit dem Schiff jemand hin kann. Aber es ist irgendwie... Es ist merkwürdig, dass die von einer zerstörten Brücke reden halt. Das macht keinen Sinn. So, ist das denn jetzt... Ja. Also wir haben mehr Magie, als wir benötigen für die volle Aufladung. Oh, gut. Perfekt. Jetzt, wo das Essen noch knapper ist, wollen die Leute aber jetzt kein Essen haben, ne, von uns.
Wir haben jetzt mehr Aufgaben für irgendwas stabilisieren, hier Boot heil machen und alles. Ja gut, die Leute haben ja auch Probleme jetzt zum Schrottplatz zu kommen. Also normale Hin- und Herlaufarbeiten sind jetzt auch schwieriger geworden. Früher sind die vielleicht einfach selber zum Schrottplatz gegangen und haben da erkundet und so. Jetzt geht das nicht mehr, weil da unterwegs Schatten sind. Ah, Akkord. Ha, interessant. 22. Dezember. So, und jetzt müssen wir da nach Süden. Da ist ein Steg. Ah, okay. Also hier rechts halten. Na, ihr Wölfe seid ja auch stärker. Ihr seid nicht Wölfe. Was? Kann ich ihn irgendwie finishen? Mit B. Ah! Deckungswiderstand. Was zur verdammte 25%. Warum werden die Werte hier so hoch? Kann ich den nicht finishen? Halt still. Da, jetzt ist er zum Finishen da. Okay. Halt doch mal still! Was soll denn das? Willst du einfach nicht sterben? Ah. Ach, mit der Rüstung schützen sie sich auch gegen die Sonne. Interessant. Ah, keine Wölfe. Vielleicht ist die Wolfsklage ja beseitigt und dafür jetzt, sind jetzt Schatten da. So, das soll hier der Hafen sein, der Sandhafen, ja. Hier kann ich nicht angeln. Doch, hier kann ich angeln. Ich probiere es einfach mal. Was war? Not really, no. There's just something about catching a fish that makes you feel alive. Look, everyone needs a break sometimes. Eimer. Also könnte Regenwurm einfach der falsche Köder sein. Auch eine Dose. Okay, dann probieren wir den normalen Köder. Aber, also wir ziehen die jetzt super schnell raus, ne? Die Fische. Also hat das schon eine Auswirkung, dass wir 5 Jahre älter geworden sind, stärker. What? Nein. Fische sind kommen, machen wir nochmal. Wüsste gern, mit was ich das angeln muss, darf. Nein. Da war noch gar nichts dran. Ich hab schon gezuckt. Ja, es sieht richtig aus. Jetzt. Ne? Ich kann schwören, ich drück den Konstrukt richtig, aber am Anfang wollte er da nicht fangen. Gut aus. Also normaler Köder, ja? Das ist jetzt der Sandhai, oder? Nee, was heißt das? Sandfisch, genau. Davon brauche ich 3 für die Quest, richtig? Ja. Oh mein Gott, so viele Quests. Da. 3, okay. Das klingt einfach. Und dann werde ich noch besser beim Angeln. Und wir können dann jetzt dann das Boot auch wieder zurücknehmen. Ja, sieht gut aus. Immerhin hat mir der alte Sack jetzt wenigstens gesagt, wo man, ungefähr gesagt, wo man angeln muss. Aber auch nicht so richtig, ne? Eigentlich habe ich das mehr daraus geschlussfolgert, dass das Sand irgendwas heißt. Sandfisch. Rostigen Klumpen. Was? Das war kein Fisch. Oh, wie gemein. Dabei hat er so gezogen wie ein Fisch. Ja.
Okay, also ist nicht so einfach. Dafür brauchen wir nur 3 davon fangen, also von daher. Ja, nochmal. Toll. Angel ich mit dem falschen Köder oder so? Oder ist die Chance einfach wirklich so bescheuert? Ja. Das wird einfach gerade nichts mehr. Sind denn jetzt alle Angestellten so mies geworden oder ist das jetzt. Hängt das mit dem Fisch zusammen? Ich meine, in Seefort berichten ja alle, wie schlecht das Angeln ist. Ich versuch's nochmal mit dem Regenwurm. Davon haben wir so viele. Wenn er darauf anschlägt, wäre es super. Köder wurde gefressen. Oh, ne, Eimer. Na gut, dann nehme ich den normalen Köder. Wow. Muss ich bei dem irgendwie früher das rausziehen, bevor der untergeht, der Schwimmer? Wenn das erste Mal zuckt vielleicht schon? Ne, anscheinend nicht. Ja, ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich irgendwas falsch mache, oder? Muss ich jetzt hin und her reisen, damit der Fisch neu spawnt, oder was? Das ist ein Eimer. Soll das so? Okay. Ich werde übrigens bestimmt gleich wieder nachgucken, wie man hier, wo man den fängt. Vielleicht mache ich es ja einfach falsch. Diesmal habe ich beim ersten Zucken jetzt, also kurz nach dem ersten Zucken habe ich jetzt gezogen. Und das könnte der Fisch sein. Mal gucken. Er scheint ein großer zu sein. Der zieht ganz schön. Nicht reißen, bitte. Nicht reißen. Ah, jawohl. Sandfisch, yay! Yeah! So, der ist ein bisschen größer, ja. Ganz schön schwer. Aber wobei, 2 Kilo ist ja gar nicht. Im Gegensatz zu dem Hai, den wir schon gefangen haben, ne? Also, weiter Köder. Kann Emil die nicht einfach rausholen? So, jetzt? Da muss ich einfach, bei denen muss ich anders anschlagen. Das ist ja auch interessant. Okay. Also, das war mein Fehler halt. Dass ich nicht... Dass ich so lange gewartet habe bei dem Anschlagen, bis der Schwimmer, Köder untergeht. Der Schwimmer. Okay. Sei mein Quest-Item los. Jawohl. Gut. So, du bringst mich jetzt. Du bringst mich jetzt nach Meeresfront.
Nee. Weiß gar nicht, ob ich jetzt nach Fassade als nächstes will. Ich denke, ich würde erstmal wieder. Also, wenn wir die Angelquest durch haben. was ja irgendwie, weiß nicht, nochmal 3 Teile mindestens sind hier, bestimmt. Dann würde ich wahrscheinlich eher zum Schrein erst gehen. Here's your fish. Well, keelhaul my granny and call me Gladys. I reckon there ain't much left for me to teach you, whippersnapper. Aha. Works for me. I can't take much more of your insane training anyway. You call that insane? Pah. You younger generations with your big swords and baggy pants and fancy talk, you ain't seen war. You got no idea what hard means. Aha. Huh? Oh. Huh? Did you see that move he just did? That was no fishing move, but the maneuver of a master assassin. I am beginning to fear this man more than any shade. Sehr schön. Geschick beim Angeln hat sich verbessert. Teil 6. Also kann er uns immer noch Sachen beibringen. I need 3 royal fish. And time's a wasting, so get to it. Woher krieg ich die? Best of luck with the 3 Königsfische. Hä? Okay. 3 Königsfische. Ich weiß nicht, wo ich die kriege. Hi there. Wie viel kosten die Köder hier? Zu viel. Wo kriege ich Königsfische? Ich nehme an, dass ich Sardinen. Nee, pass auf, ich guck nach, wo ich Königsfische krieg. Es ist irgendwie. Damit wir nicht ewig suchen müssen. Ja. Hup. Also. Royal Fish? Hier. Wir brauchen Eastern Road Pond? Ah, okay. Cool. Gut. Also, ne? Oststraße aus dem Dorf raus. Gut. Machen wir das. Also erstmal zurück in unser Dorf. Und dann nach Osten raus. Nein. Wow. Oh, mittlerweile kommen wir darüber. Das ist ja cool. Da merkt man erst, wie viel besser, also wie viel stärker man geworden ist als Charakter. Der große Nier. Am Anfang des Spiels wurde ja von den Mondtränenblumen auch noch berichtet. Und da haben wir von der Story erzählt, dass man damit alles kaufen kann in diesem Spiel. Und ich habe echt nochmal nachgucken müssen, weil ich war der Meinung, das ist anders in wir sind ja Replicant, also Nier Replicant heißt das ja. Und in Nier Gestalt ist das tatsächlich ein anderer Text. Denn da ist es, dass wir uns jeden Wunsch erfüllen können sozusagen mit der Lunatier, mit der Mondträne. Und das ist natürlich sehr anders. Das hat aber damit zu tun, dass man da ja einen Erwachsenen hier You saw that chip on his shoulder. He must be amazing. Have you actually seen him in action? Well, off to fishing then. Yep.
Chip on his shoulder, huh? Dose? Wo war ich gerade? Jetzt haben die mich hier komplett rausgebracht. das macht mehr Sinn, weil das ja ein erwachsener Nier ist. Und, bei dem würde man annehmen, dass er genug Geld hat. Also, oder verdienen kann. Für jede Medizin. Zumal, es gibt ja keine Medizin, die du mit Geld kaufen kannst, die Jona helfen würde. Von daher, also, das macht sogar mehr Sinn, auf jeden Fall. Dass Lunatiers, vor allem wegen dem Ende nachher, dass Lunatiers nicht für Geld da sind, sondern weil sie Wünsche erfüllen können. Eigentlich, das ist ganz komisch. Ah, der zieht aber ganz schön. Aber das ist bestimmt der Fisch, den wir brauchen. Also, hier Regenwürmer. Gut. Irgendwie. Ich bin manchmal nicht sicher, in welche Richtung ich hier ziehen muss. Vor allem, wenn der Fisch weiter links ist. Meine Güte, wer hat doch reingezogen? Kann nicht so lange dauern. Königsfisch, okay. Ja, das ist ja... Der ist genauso groß wie der Hai, ne? Den wir gefangen haben. Wow. Oder die Haie. Wie viel braucht er? 3, ne? Wieder? Also noch 2. Ja, gut, dann warte ich halt mal wieder, bis der schon mal untergeht. Ist ja nicht bei jedem Fisch gleich anscheinend. Ja, das sieht gut aus. Der geht jetzt auch leichter, oder? Naja, dauert immer noch ganz schön. Ich sollte nicht so heftig gegendrücken, als wenn ich wirklich gegen das Ding ziehe. Ich mache meinen Controller nur kaputt, wenn ich das Ding nach Süden reindrücke hier wie wild. Das hilft mir eh nicht mehr. Das ist wie diese Leute, die bei Autofahrt spielen, mitgehen halt mit den Schultern und so. Um die Kurve immer. Deswegen gerade auf einem Motorrad sind und sich in die Kurve legen oder sowas. Macht ja nicht mal bei dem Auto Sinn eigentlich, ne? Sich in die Kurve zu legen. Von daher. Ne? Das ist der zweite. Noch größer. Wow. Ach ja, Square Enix hatte wohl schon angekündigt, wenn sich dieses Spiel nur halb so gut verkaufen sollte wie Nier Automata, was schon echt auch schwer zu erreichen ist, aber also für ein Remake, dann sollte es hier noch DLCs geben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wenn sowas kommt. Ah, da würde ich mich schon drauf freuen. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, eins der wenigen Spiele zumindest, wo ich mich über DLCs freue. Ja, weiß nicht. Ich verachte das ja bei ganz vielen anderen Spielen. So wie bei, weiß nicht, sowas. Also ganz, ganz viele Capcom-Spieler haben ganz schreckliche DLCs, finde ich. Oh, hier die Kostüme und hier Krams und dann kostet das sau viel. Weiß nicht. Bin ich kein Fan von. EA natürlich auch, aber darüber brauchen wir gar nicht reden, ne? Weiß nicht. Capcom lagert ganz viel von den Spielen auch einfach aus in DLCs, was dann sehr schade ist. Gut. Wir haben 3 Königsfische. Und geschwafelt haben wir auch. Können wir jetzt nach Seefront zurück? Meeresfront im Deutschen, ne? Klingt besser, aber
Englisch heißt es halt Seafront. Ist nicht so weit weg. Vom Namen her. Habe ich mit euch beiden schon mal geredet? Ja, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor. Das ist eine Kiste. I think this is one of the pieces of cargo that washed ashore. Ha. Ich kann nicht. No offense to that lady, but I'm not carrying around some box unless I know what's inside. Have you assuaged your guilt with that feeble excuse? Then I suggest we. Hello. What have we here? I've never seen flowers like this. They smell weird. Aha, böse Blumen also. I believe they can be refined into a powerful yet poisonous drug. I doubt very much that they are legal. Ja, also Drogen. Naja. Potions and documents. What on earth was that old woman transporting? Also Blumen und Dokumente und okay. Dann sollten wir vielleicht nach Norden gehen und da auch nochmal am Ufer gucken, oder? Vielleicht können wir die Quest auch noch demnächst mal erfüllen. Da im Norden ist ja auch ein Bootsteg, dann können wir auch den nehmen, dann theoretisch. Aber erstmal müssen wir uns am Ufer umgucken. Noch ein, zwei Schatten umbringen. Die haben keine Rüstung. Die sind in zwei Hits down. Also sie sind nicht wirklich stärker geworden. MP kostet minus 10. Ja, wir haben schon minus 15. Du bist größer. Du hast keine Waffe. Was? Das. Der hat andere Beine irgendwie. Ist das so ein Kicker oder so? Aha. Ach, hab ich doch treffen lassen. Toll. Hier ist nichts. Da vorne ist aber so eine Art Strand, ne? Wo ist denn hier der Kanal? Den müssen wir uns auch gleich mal angucken, ob wir den irgendwie sehen. Hallo, Schatten hinter mir. Die Schatten, die einfach so aus dem Boden kommen, die haben auch keine Rüstung, ne? Wobei, nee. Es gibt auch, also sind auch Schatten mit Rüstung gespawnt hinter uns. In dem anderen Ding, meine ich. Da, hab ich mir gedacht. Nee, oder so. Looks like this is one of the pieces of cargo that washed ashore. Immer hineinschauen. Wenn wir jetzt schon angefangen haben. Just in case. Just in case, what exactly? Need I remind you that... what are those? Unlabeled medicine bottles with some kind of white powder inside. Also Drogen und Medizin. Das ist jetzt eigentlich nichts Verwerfliches dran. Oh, given how carefully they were packed, I doubt we are dealing with sugar. Ja, ist halt alles medizinisch dann wahrscheinlich, oder? Drugs and explosives again. Just what is all this for? A supply this size could provide for the military of a small country. Mhm. It seems you humans are incapable of learning from the mistakes of the past. What? Nee. Was daran verkehrt, Medizin und Sprengstoff zu nutzen? Wenn man belagert wird von Schatten überall. Das ist ja. Wo ist. Nee, anders. Muss man kurz überlegen. Da sind wir gerade. Wo ist denn. Wo könnte ich denn noch was finden? Vielleicht in Meeresfront an der Küste oder so. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Also da an dem Strand. Da könnte noch eine Kiste sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo noch
eine Kiste sein kann sonst noch. Warum wirst du nicht angegriffen? Ich guck mal, ob hier unten jetzt gebaut wurde oder so. So kanalmäßig. Wer kämpft denn da hinten? Der Eber wahrscheinlich gegen die Schatten. Was ist denn der Kanal, der hier gebaut wurde? Ah, ich habe keine Ahnung. Das muss hier irgendwas sein anscheinend. So, da wo ich jetzt hingucke. Dazwischen. Nehme ich jetzt mal stark an. Ja, ist auch schwächer als das, was wir schon haben. Wahrscheinlichkeit auf Gegenstände 8%. Na gut, ich wollte nach Seefront, ne? Hier kann das ja nicht angespült sein anscheinend. Ja, an Seefront wird das, Meeresfront, zu Deutsch, ne? Wird das ja auch irgendwie da am Ufer dann sein, ne? Oder wir müssen nochmal bei Fassade irgendwo vorbeischauen. Just tell me where you wanna... Geheimrezept. Naja. Weizensetzlinge. Hier gab's die. Ah. Bevor wir auf jeden Fall die Kisten abgeben, sollten wir auf jeden Fall nochmal speichern nachher. Check it out. I think I'm getting the hang of this. Well, dip my oar and call me Cecil. Looks like the fisher boy has become a fisherman. But you think you can push me off of my spot? Come on, let's go. Prügeln wir uns jetzt? I'm just using my left hand. I think we've moved beyond fishing at this point. Aber wir werden trotzdem besser. Okay, 7. Und du hast natürlich noch mehr. I got something special for you this time. Marlin. Go out there and catch me 2 blue marlin. Marline. Das E ist irgendwie falsch. Ein blauer Marlin. Zweimal. Ist auf jeden Fall ein Meeresfisch. How is that special? Caught one once myself. Bring me those fish. Oh. And I'll call you Master Fisherman for true. Ha, ja. Ich nehme an, die müssen wir hier angeln mit Brasse? Ne, mit Karpfen. Mit Sardinen haben wir Haie gekriegt. Mit den Sachen hatten wir andere Sachen gekriegt. Also Karpfen. Weiß nicht. Ich habe nur 2 Karpfen. Jetzt müsste ich erstmal Karpfen fangen oder kaufen. Ich gehe gleich nochmal gucken. Ich werde es zumindest probieren, bevor ich dann dementsprechend irgendwie nachgucke, wie ich das Ding zu fangen habe. Hier ist die Kiste. Ich hab's geahnt. Okay. Also haben wir alle 3 Kisten. Hey, this is one of the pieces of cargo that washed ashore. Sorry, lady, but I need to know what I'm transporting here. Are you sure this is really something we were meant to? Oh, and what is this? Whatever it is, it's been waterproofed somehow. And it smells like explosives. Das ist Sprengstoff. This is some rather dangerous cargo we've been asked to find. Well, that seems to be all of it. A tremendous cache of illegal goods and dangerous materials. I'd wager my title page that our client is a smuggler. Ja und? Ist das jetzt schlimm irgendwie? So, what should we do? Achso. Bei den Behörden melden? Nee. Warum denn? Wir wissen ja noch nicht mal, an wen sie liefert. Haben wir denn Feinde? Also, oder sowas?
Bis jetzt scheint ja alles super idyllisch zu sein. Wir bereiten ja keinen Krieg vor. Vielleicht braucht das irgendjemand, der sich gegen Shade verzeiht. Also, ne? Verstehe ich nicht. Hier. Smuggled or not, I'm a man of my word. Let's take this back to the client. Ja. Was sollen die Behörden damit mehr anfangen als die Person, der das gehört, quasi momentan? Nee, weiß nicht. Wie gesagt, erstmal speichern. Vielleicht kann ich das ja trotzdem noch woanders abgeben. Ja, mal gucken. Hier. Und das ist ein Spielstand, wollte ich lassen. Da hatte ich, das war die erste Hälfte, das Ende. You got your cargo. Oh, excellent. And everything seems to be in good condition too. Here is your payment. Please take it. Was habe ich denn davon, dass ich reingeguckt habe eigentlich? Also, I know the owner of the item shop in this town. I think you should find your future transactions there a bit more welcoming. Ah. Wir haben die Waffen schon gekauft, alle drei. Ach, verdammt. Oh, you know how it is. In my line of work, people tend to owe you favors. Anyway, I'd best be off. Okay, schade. Wenn wir das vorher gemacht hätten, bevor wir die Waffen gekauft hätten, hätten wir bestimmt nochmal 20% gespart oder sowas. Aber wir werden nochmal vorbeischauen. Vielleicht hat er jetzt einfach neue Waffen. Also eine oder zwei. Das wäre auch interessant. We've got the latest in... Ne. Kaufst du denn teurer an? Ne, du hast die gleichen Preise. Okay. Thanks. Schade. So, blauer Marlin. Dann probieren wir es einmal. Oder zweimal, so oft wie wir Karpfen haben. I'm gonna give it my all this time. Have you been holding back? No, I always give it my all. Shh, you are scaring them away. Nee, warte mal. Wir hatten ja... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendeinen Fisch hatten, den wir hier fangen hätten können, der aber immer direkt entfleucht ist, als wir noch jung waren. Ah, welcher Wurm war das? Bestimmt Regen, oder? Wir gucken mal. Probieren wir einmal die Standardköder durch und das war jetzt eben eine Wasserpflanze, das war nix. Das, okay. Wattwurm, weil Salzwasser, ja. Wow, das geht jetzt schnell. Sardine. Okay, also Sardinen können wir super schnell rausziehen anscheinend. Wow, wie viel besser wir im Angel geworden sind. Sofort halt, okay. Okay, dann angeln wir mit Sardinen. Das ist ein Hai, nehme ich an. Der jetzt auch ganz schön leicht rauszuziehen geht. Ah. Ja. Geh mal da runter. Köder? Köder hatten wir noch nicht probiert, ne? Also, kriegen wir denn irgendwas Tolles bei Ködern? Die Brasse hatten wir gekriegt, ne, bei Köder? Ja. Genau. Das heißt, jetzt können wir eine Brasse reinwerfen? Ne, können wir nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie man den blauen Marlin kriegt. Das hier sind alles viel zu einfache Sachen. Ja gut, dann, ja, dann werde ich jetzt einmal kurz nachgucken. Also. Also wir sind auf jeden Fall schon richtig. Und wir brauchen Sardinen dafür. Gut, dann. Dann machen wir das.
Okay. Nein. Da. Also. Sardinen. Mit Sardinen angeln. Und dann ist das anscheinend eine Chance oder was auch immer. Ein paar Sekunden später. Ganz konzentriert bleiben. Kann ich den überhaupt fangen? Wenn ich jetzt A drücke, dann würde ich versuchen, den direkt reinzuholen, ne? Wahrscheinlich scheitern. Hm. Nein. Nicht, Nach hinten, nur nach hinten. Wie lange das dauert. Ich bin so versucht, einfach A zu drücken, um den jetzt einzuholen. Weil ich Angst habe, dass die Schnur reißt und alles umsonst ist. Aber wenn ich A drücke, ist die Chance halt einfach nur da, dass ich den fange. Komm schon. Davon muss ich noch einen fangen, vor allem, ne? Also wenn ich den hier jetzt kriege. Komm schon. Bitte reiß nicht, du Schnur. Bitte reiß nicht. Bitte nicht hin und her bewegen, wie wild. Nein! Eine Ewigkeit später. Eine andere Stelle oder Köder? Ja, weiß nicht. Ich könnte eine andere Stelle probieren, ja. Ich weiß nicht, ob ich hier vorne auch irgendwo angeln kann. Alles Wasser. Aber der Köder muss der richtige sein. unser Held kann nicht schwimmen. Everything in working order. Ja, ihr weiß. Your health is diminished. Do be more careful next time. Okay. Also, ich habe mich übrigens gerade mit dem Buch unterhalten, ne? Falls man die ja nicht kennt. Keine Ahnung. Das schwebende Buch da neben mir ist ein Charakter. Mit dem ich Magie verwenden kann, ja. Komm schon. Das ist er. Nein. Richtig. Nein! Ah! Ich hab die Schnauze voll. Okay, wir machen was anderes. Verdammt, okay. Ich mach jetzt was ganz anderes.